Moin! In unserem heutigen Video geht es um die Unkrautbekämpfung im Mais. Wir stehen hier auf einem Schlag im nordöstlichen Niedersachsen, auf dem der Mais am 20.04. in Mulchsaat bestellt wurde. Aktuell befindet sich der Mais im 2-3-Blatt-Stadium und hat somit in den kommenden Tagen das ideale Stadium für eine Unkrautbekämpfung erreicht. Aufgrund seiner vergleichsweise langsamen Jugendentwicklung hat der Mais nur eine sehr geringe Konkurrenzkraft. Zwischen den 3- und dem 8-Blatt-Stadium ist es also extrem wichtig, ihn sauber zu halten, der ansonsten direkt mit Ertragsdepression reagiert. Auf diesem Schlag finden wir eine breite Mischverunkrautung. Neben weißem Gänsefuß, winden Knöterich und Kamille finden wir auch schon die ersten Hirsen. Die Wahl der richtigen Herbizide ist in erster Linie abhängig von der vorhandenen Verunkrautung. In der Vergangenheit haben sich Kombinationen aus Blatt- und Bodenwirkstoffen bewährt, um die vorhandene Verunkrautung zu beseitigen und nachlaufende Unkraut- oder Hirsewellen in Schach zu halten. Bei einem geringen Unkrautdruck sind Eimerbehandlungen möglich. Aus Sicht der Verträglichkeit und der Wirkungssicherheit, gerade bei Problemunkräutern und starkem Hirsendruck, sind Doppelbehandlungen zu bevorzugen. Grundsätzlich sind folgende Dinge zu beachten. Beim Einsatz von Bodenwirkstoffen spielt die Bodenfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Aber auch beim Einsatz unter trockenen Bedingungen mit nachfolgenden Niederschlägen können gute Wirkungsgrade erzielt werden. Darüber hinaus ist die Wachsschicht des Maises entscheidend. Je dicker und ausgeprägter die Wachsschicht, desto besser verträglich sind die Herbizide für den Mais. Nach Regenschauern sollte daher gewartet werden, bis sich eine neue Wachsschicht aufgebaut hat. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Temperaturen. Gerade die Anwendung von Sulfonylharnstoffen wie Nicosulfuron sollte bei hohen Temperaturen über 25 Grad unbedingt unterbleiben. Auch starke Tag-Nacht-Schwankungen können zu Pflanzenschäden führen. Bei konkreten Fragen zur Herbizidanwendung sprechen Sie uns gerne an oder beachten Sie die Hinweise des örtlichen Pflanzenschutzdienstes.